Hi Freunde, auf geht's zum nächsten Gericht. Denn bei uns gibt's nämlich Ente. Aber nicht eine ganze Ente, sondern wir essen immer Entenschenkel bzw. Entenkeulen. Im Grunde ist es auch schon ganz einfach. Hier habt ihr so eine schöne Entenkeule, davon habe ich ein paar. Die werden ausgepackt, je nachdem wie ihr die bekommt. Schön abgewaschen, abgetrocknet mit einem Zewa, also Küchentuch. Und dann kommt die ganze Sache schon mit etwas Butterschmalz in die Pfanne und wird richtig kross von beiden Seiten angebraten. Und hier braten schon die ersten in der Pfanne von der Unterseite her an. Jetzt werden die schön gewendet. Während die Schenkel jetzt anbraten, bereite ich schon mal den Bräter vor, der nachher in den Ofen kommt. Hier fange ich an damit, die Zwiebeln und den Knoblauch grob zu schneiden. Jetzt kommt noch Thymian dazu, etwas Beifuß und dann die Entenschenkel rein. Jetzt noch etwas Paprika und dann hier so Entenfond oder Gemüsebrühe, je nachdem, was ihr bekommt oder was ihr selbst gemacht habt. Das kann alles damit rein. Die sind jetzt soweit fertig. Die Brühe ist genug, also ausreichend drin. Die sollten nicht unter der Brühe schwimmen, sondern die Haut sollte noch zu sehen sein. Und das geht jetzt für ein paar, also so 2 bis 3 Stunden in den Ofen. Wie ihr sehen könnt, die Entenkeulen sind jetzt soweit fertig und die schiebe ich jetzt nochmal für ca. 20 Minuten bei 230 Grad in den Ofen rein, damit die Haut jetzt noch schön knusprig wird. Dann kümmere ich mich dann weiter um die Soße. Dafür nehme ich natürlich den leckeren Sud von den Entenkeulen. Hier hole ich jetzt erstmal das Grobe alles raus, püriere das ordentlich durch, würze das nochmal nach und dann ist dann die Soße im Grunde schon fertig. Jetzt geht es weiter mit dem Pürieren der Soße. Hier einfach den Stab rein und dann schön sämig pürieren. Bis hierhin ist die Soße jetzt soweit fertig und jetzt dicke ich die noch ein bisschen an. Auch das geht im Grunde recht einfach. Letztendlich braucht ihr nur Butter, die gleiche Menge an Mehl dazu und das dann so lange anschwitzen lassen, bis das die gewünschte Färbung erreicht und dann kommt die Soße schon mit dazu. Mehl dazu und jetzt so lange anschwitzen lassen, bis ihr eure gewünschte Farbe erreicht habt. Jetzt langsam die Soße dazugeben und einrühren. Jetzt nochmal aufkochen lassen und dann ist die Soße fertig. Oh, und jetzt ist das Essen fertig. Hier angefangen mit den leckeren Entenkeulen, die Klöße, die Soße und der Rotkohl. Und wie das so immer ist, wenn das Essen fertig ist, ist auch die Tochter da. Und so sieht das Essen dann fertig aus. Und damit, liebe Freunde, verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag.